Hallo, du bist da? Jakob, ich bin hier bei dem Kurs durch meinen Vater, der hat mit Linux, hat mir das ein bisschen gezeigt und hat mich auch fürs Programmieren interessiert. Und da ich schon C++ leicht kann, habe ich mich auch mit Python interessiert und bin dann hier hingekommen. Ich fand es interessant, mal etwas Neues zu lernen. Ist auch nicht viel an. Also hat schon Ähnlichkeiten. Man merkt, das Programmiersprachen sich alle ein bisschen ähnlich. Es ist aber eine gute Programmiersprache, ist relativ einfach, nicht zu kompliziert. Ja. Also ich bin der Joscha, ich fand es auch gut. Bin hier hingekommen, weil ich mich allgemein für Programmieren interessiere. Und ich fand es ganz nett. Man kann damit tolle Sachen programmieren, ist auch schön einfach. Ja. Ich bin der Jonathan. Ich wollte hier auch mal ein bisschen programmieren lernen. Ja, ich fand es gut. Okay, was hat euch am besten gefallen? Die fertigen Sachen. Die fertigen Sachen, welche? Das mal. Die zum Ausprobieren. Ein spezielles? Nö. Alle. Mir hat am besten gefallen, dass ich nicht nur fertige Sachen habe, wie er gerade meint, sondern auch selber ein bisschen was ändern konnte. Was hast du geändert? Auch was lernen konnte. Ja, allgemein erstmal sehen kann, wie ist sowas aufgebaut. Wenn ich jetzt irgendein Computerspiel spiele, sehe ich, was passiert da. So, aber ich weiß nicht, wer hat das wie gemacht. Keine Ahnung, und jetzt weiß ich das und jetzt kann ich auch kleinere Programme auch selber schreiben schon wieder. Super, ja. Das ist Hilfe. Okay, wollt ihr Aber irgendwas sagen für Leute, die noch nie programmiert haben oder die noch nie auf so einem Kurs unbedingt waren? ausprobieren ist erstmal mit einer einfachen Anfang, vielleicht nicht direkt mit C. Also es ist einfacher als es aussieht, so von, wenn man es von außen sieht, so ein Code, da denkt man, Hilfe, kann ich gar nichts mit anfangen, nee, werde ich niemals lernen, ist total kompliziert, aber es geht eigentlich relativ. Wie seid ihr zur Frostcon gekommen? Wie habt ihr davon erfahren? Er ist ja mein Bruder und durch Achso. meinen Vater, der sich irgendwie für Linux ein bisschen interessiert hat und irgendwie dann gemerkt, dass es Frostcon ist und schon hab ich die Workshops gesehen und habe mir gedacht, da gehe ich hin. Du wurdest mitgezogen sozusagen. Ja. Und du? Ja, von mir ein erwachsener Freund, der geht hier immer hin, weil der arbeitet auch für uns Feedback und macht auch mit Programmierung. Und könnt speziell ihr zwei die Frostcon empfehlen für Leute in eurem Alter? Ja. Ja. Der Workshop Nicht war langweilig. jetzt sehr gut. Die Vorträge sind vielleicht nicht so für unser Alter geeignet, aber der Workshop war gut. Okay. Gut, danke, ja?